Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, ein kurzer Hinweis also zu diesem Sonntag, vierter Sonntag nach Pfingsten, das aber das Fest der Heimsuchung ist. Deshalb wird das der vierte Sonntag nur kommemoriert und gleichzeitig hat also Josef, der Seminarist Josef, die Idee gehabt, zu meinem 25. Priesterjubiläum hier ein kleines Fest zu organisieren. Also da sind so ein bisschen aus ganz Italien, teilweise auch aus Österreich, Südtirol, im Sommer angereist gekommen. Und so feiern wir heute eben das 25. mein 25-jähriges Priesterjubiläum. Und da hatten wir versucht, uns geistig, spirituell, theologisch einzustimmen, dass wir also das alles richtig feiern und wir wissen, was wir eigentlich feiern, wenn wir ein 25-jähriges Priesterjubiläum feiern. Natürlich, so wie Gott Mensch geworden ist, wird ein einfacher Mensch durch die Gnade Gottes eben zum Priester, das heißt, es ist das Göttliche, das Übernatürliche und das Natürliche eng miteinander verbunden, aber man muss es trotzdem scharf unterscheiden und somit haben wir eben zwischen dem Jubilar, dem 25-Jährigen und dem eigentlichen Priester, derjenige, der Priester in seinem Wesen ist. Und das ist unser Herr Jesus Christus, von dem wir in Erinnerung gerufen haben, also dass er durch seine Menschwerdung wesentlich schon der Priester ist. Zum Unterschied zu den Priestern und zum Priestertum, das er einsetzt und zuallererst die, eben die Apostel teilhaftig macht. Die eben selbst die Apostel, selbst die Apostelfürsten sind teilhaftig, haben Teil am Priestertum Jesu Christi, so wie eben auch jeder gültige weihte Priester Teil hat am Priestertum unseres Herrn Jesus Christus. Und dann trotzdem aber ist diese Teilhabe etwas so Erhabenes, so etwas Hohes, dass in Angesichts dessen, was das Priestertum ist, man ja fast gar nicht mehr wirklich feiern will, sondern lieber in die Knie sinken will und vor Gott, vor dem Allerhöchsten, erzitternd betrachten, wie unwürdig man eigentlich dieser so hohen Gnade ist. Ja, denn das Priestertum hat Anteil am Priestertum Jesu Christi, insofern, und so lehrt uns die Theologie, der Priester an der Einheit der göttlichen und menschlichen Natur in der Person Christi teilhat. Das heißt, an der hypostatischen Union. Ein Wort, das sehr hochtrabend klingt, aber Hypostase ist einfach die Person und die Einheit, die Vereinigung der beiden Naturen, der göttlichen und der menschlichen Natur in einer einzigen Person. Es ist ein einziges Ich, das in Jesus Christus menschlich denkt, menschlich will, menschlich fühlt und gleichzeitig der ewige Gott ist. Als zweite Person der Dreieinigkeit, liebe Gläubige, das ist wohl das höchste und größte Mysterium. Und wir als Priester haben also Anteil an dieser Einheit der zweiten göttlichen Person in den beiden Naturen, menschlicher und göttlicher. Darum spricht ja der Priester die Wandlungsworte in erster Person, das ist mein Leib. Weil in diesem Augenblick herrscht ja Personalunion. Es ist so, als ob die Person des Priesters verschwindet und die Person Christi an seine Stelle tritt und eben die Wandlungsworte spricht. Das ist der große Unterschied also zwischen dem ewigen Priester, Jesus Christus, und den Priestern, die aber dann in Ewigkeit wiederum Priester sind, vom Moment an, von dem sie Priester sind,
Due sacerdoti in aeternum secundum ordine Melchisedec, die also am Priestertum Jesu Christi teilhaben. Das ist die gesunde, wahre Theologie des Priestertums, wie wir sie im Seminar zu Ekon in der Priesterbruderschaft St. Pius X. vom großen Erzbischof Marcel Lefebvre gegründet. So haben wir diese Theologie gelernt und natürlich gehen in diesen Tagen, abgesehen von den Eltern, denen wir ja überhaupt das Leben verdanken, ohne dass wir überhaupt nichts tun, auch nicht Priester werden, aber eben auch an die damals so wertvolle Priesterbruderschaft Pius X. und ihrem Gründer, Erzbischof Marcel Lefebvre, geht natürlich mein Dank, auch wenn ich ja nicht von ihm, sondern vom Bischof Licinio Rangel zum Priester geweiht wurde. Jeder Bischof, also der Nachfolger, war von Castromeyer. Und von den vier vom Erzbischof Lefebvre geweihten Bischöfen, oder zwei von ihnen, ich weiß es gar nicht, geweiht wurde. Ja, dies also, um zusammenzufassen, was wir jetzt gemeinsam betrachtet haben, was den spirituellen Aspekt dieser legitimen Feier des Priesterjubiläums, was das angeht. Und natürlich der Dank ging an alle Anwesenden noch einmal, also aus allen Ecken Italiens angereist. Und ein zweiter Punkt war, dass wir also klargestellt haben, dass was für uns nach 25 Jahren Priestertum von erster und wichtigster Bedeutung ist. Es ist viel geschehen in 25 Jahren, wir wollen es auch nicht übertreiben, wir erinnern immer daran, dass es Priester gibt, zum Beispiel wie der Pfarrer von Zieglauer aus Spinges, der ja in diesen Tagen 65-jähriges Priesterjubiläum feiert, also, aber auf jeden Fall nach 25 Jahren Priestertum und vor allem in diesen letzten Jahren, seit 2009, seit meiner, ich nenne sie, glorreichen Verstoßung aus der Priesterbruderschaft Pius X., bin ich zu dem Schluss gekommen, dass bei einer gründlichen Gewissenserforschung bezüglich des vergangenen Priestertums mich ein Aspekt sehr betroffen hat, bezüglich der Pflicht des Priesters. Das ist diejenige des Studiums. Der Priester ist verpflichtet unter Todsünde. Unter Todsünde ist er verpflichtet. Zu studieren, weiter zu studieren, das, was er im Seminar studiert hat. Und nun habe ich eine ganz einfache Schlussfolgerung gezogen. Wenn 2000 Bischöfe im Zweiten Vatikanischen Konzil ohne mit der Wimper zu zucken, oder vielleicht ein Zehntel davon hat es getan, ja, so vielleicht ein bisschen gestöhnt, aber ein, zwei haben sich dann dagegen gewehrt. Wenn das so weit kommen konnte, dass 2000 Bischöfe ohne mit der Wimper zu zucken eine neue Religion sich aufoktroyieren lassen, dann deshalb, weil sie nicht studiert haben. Sie werden mir sagen, nein, weil sie nicht gebetet haben. Nein, weil sie nicht studiert haben. Denn wer studiert, der wird zum Gebet geführt. Und wer betet, wird zum Studium geführt. Natürlich ist das eine durch das andere bedingt. Aber wenn ich nicht weiß, was Gott geoffenbart hat, dann kann ich ja Gott nicht anbeten als offenbarenden Gott. Drum setze ich das Studium voran. Und die Probe für das Exempel, dass es das Studium war, das 2000 Bischöfe in Irre geführt hat, ist die Priesterbruderschaft St. Pius X. selbst, die nach 30, 35 Jahren ihrer Existenz vollständig bewusst, ja, ich weiß ja, dass das Konzil ein Unsinn war, ich weiß ja, die neue Messe ist ein Unsinn. Ich weiß, die neue Theologie ist ein Unsinn. Ich weiß es, aber ich studiere es nicht. Und somit trat ein, das, was für 2000 Bischöfe am Konzil geschehen ist,
für die arme Priesterbruderschaft selbst spätestens 2007. Auf einmal war der alte Messritus mit dem neuen Glauben etwas Gutes. Auf einmal war es gut zu tun, als ob man exkommuniziert wäre und sich auf einmal die Exkommunikation nehmen lässt. Auf einmal ist alles gut geworden, damit man, was weiß ich, welche Anerkennung in Welt oder Pseudokirche erreichen kann, die man ja dann sowieso nicht hat. Auf jeden Fall, es ist zurückzuführen darauf, dass das Priestertum nicht studiert hat und die Priester. Und darum hatte ich 2009 im Augenblick der glorreichen, wie ich sie nenne, Herauswurfes, hatte ich den Entschluss geschafft, ich will studieren. Und ich will den Schwerpunkt auf das Studium legen. Will nicht die Orte aufgeben, wo ich zur damaligen Zeit schon Messe gelesen habe, aber will keinen dazu nehmen. Und die Vorsehung hat es gewollt, dass Josef Weißensteiner, den ich schon 2007 kennengelernt hatte, damals zu mir kam und ansuchte, um Priester zu studieren, so wie man sagt. Und ich musste zweimal abweisen, weil einfach die räumlichen Möglichkeiten nicht da waren, denn auf 60 Quadratmeter ist es schwierig, Priester studieren, zu zweit. Dann ist es möglich geworden und mit dieser Möglichkeit, die zur Realität übergegangen ist, ist mein Entschluss gewachsen, hat sich gefestigt. Ich will weiterhin eben den Schwerpunkt auf das Studium setzen. Und somit, wenn das ein oder andere Messzentrum dann wegfällt oder nicht mehr sein soll und nicht mehr sein kann, ist es kein Drama. Es ist wichtiger, seine erste Pflicht zu erfüllen und dann auf die Gnade Gottes vertrauen, dass dann das Apostolat als Frucht kommt und nicht als erstes Ziel gesucht wird. Und ich glaube, der heutige Tag ist auch ein bisschen eine Bestätigung dafür, denn immerhin, es sind 2, 3, 4, 5, 6, einige junge Familien, die eben trotz der Krise, in der wir leben, aber deshalb, weil sie mit dem Kopf und mit dem Willen und mit dem Herzen auf Gott vertrauen und nicht auf Wirtschaftskonjunktur, auch die Existenz einer Familie bestreiten, auch einer kinderreichen Familie, und es ist möglich. Und dieser Primat also des Glaubens, den man aber studieren muss, und des Lebens aus dem Glauben, das soll also unser Daseinsgrund sein, so Gott will, für die nächsten 25 Jahre. Und wenn Gott will, werden wir in den nächsten 25 Jahren wieder Bilanz ziehen. Aber derweil begnügen wir uns das heute für den heutigen Tag und bitten um das Gebet und versichern Sie des unseren Namen, des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.